Ach, jetzt mal wieder bei dem... Ja gut, okay. Ich muss das immer so ein bisschen runterstellen, weil irgendwie will das bei mir nicht. Das ist... Scheiße, ich weiß. Was ist das denn hier? Das sieht aus... Sind da so Bäume am Boden wachsen? Naja, okay. Was ich gerade auch noch festgestellt habe, unter anderem, ich kann meine Angriffe nicht mehr nutzen, weil... Wenn ihr euch mein Inventar anguckt, dann fehlt nicht nur eine Rüstung, sondern auch eine Waffe. Nicht da, da. Ich habe also wirklich gar nichts mehr. Ich bin froh, dass ich überhaupt noch was anhabe. Und deshalb ist jetzt das Erste, was wir tun müssten, eine Rüstung und eine Waffe zu besorgen. Ja. Okay. Jetzt darf ich nur erstmal zusehen. Wo kriegen wir eher Rüstung bei? Bei Hand, nicht Handwerker. Hier haben wir ja die Manufakturfähigkeiten. Wir können zum Erlernen der Fähigkeiten das Buch zum Ältesten einer beliebigen Stadt bringen. Ja, cool, klasse. Jetzt hätten wir vorhin beim Ältesten hätten wir die Manufakturfähigkeiten erlernen können. Draufgeschissen, was soll's. Oh je, hier haben wir Schmiedefertigkeit. Schneider und Handwerker. Schneider? Oder Handwerker? Eins von beiden. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, wo wir müssen. Ich würde sagen, wir gehen auch erstmal zu dieser... diesem ältesten Abklatsch hier bei uns. Zu dieser Seherin, oder was das für eine war? Weil, vielleicht können wir bei der auch diese Fähigkeiten, Fertigkeiten, Manufakturfähigkeiten erlernen. So. Wir sind angekommen. Im Prinzip ist das doch unsere Älteste, oder nicht? Oder hat das Ding hier gar keinen... Nee, hat's nicht. Nee, scheiße. Das ist doch fies. Unsere Stadt hat keine Älteste. Das ist ja auch eigentlich keine Stadt. Das ist nur ein kleines Kaff. Wo sind das denn? Wer sind die denn? Jig. Herr Jig. Schmiedprobe. Doch, Schmied brauchen wir. Weil wegen Waffe. Und so. Waren. Ach Gott. Na, Schwerter sind das Einzige, was wir tragen können, aber ein Doppelschwert, das ist ja Quatsch. Bronzeschwert, ne, wir brauchen ja unsen. Ach. Ja, was soll denn das? Okay, was haben wir denn hier? Angriff 10 bis 18 und hier 15 bis 23. Ah, Haltbarkeit, Level 4, Stärke 8, Geschick 4. Was haben wir hier? Schön, bitte, Level 11, toll. Gott, oh Gott. Na gut, dann werden wir wohl das nehmen müssen. Was soll's, Hauptsache wir haben eins. Haben wir es dann jetzt auch? Hallo? Ah, da. Was? Warum können wir das nicht tragen? Ah, ich wollte schon sagen. Ach mein Gott, was hängt das Spiel hinterher? Das ist ja schrecklich. Händler, Brochemanet. Kennemanet, Brochemanet. Ja, schon seit kurzem in Kölle. Ich war noch schwer gemausert, hier meine kleine Bude mal auf Vordermann gebracht. Meine 11 Quadratmeter. Ja. Waren, was können wir denn bei der erstehen? Ja, Rüstung, super. Ist doch perfekt. Nein, nein, das will ich doch gar nicht. Geh weg. So, was haben wir denn hier? Das Meditierenden. 100.000 Widerstände? Brauchen wir nicht. Hier Schlederweste. Auch wieder 100.000 Widerstände. Physische Verteidigung 62. Was brauche ich eigentlich? Ich brauche ja keine physische Verteidigung. Wobei elementarer Widerstand... Ja, was ist jetzt wichtiger, ist die Frage. Ja, die sowieso nicht. Was ist jetzt wichtiger, die elementaren Widerstände oder die physische Verteidigung? Ich persönlich würde ja sagen, da wir einen Sucher haben, eher die Elementarwiderstände. Okay.
Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Weil physische Verteidigung hat er von Anfang an sowieso. Was haben wir hier? Immer 10 und hier das ist immer 15. Nehmen wir doch die. Das passt jetzt wahrscheinlich alles so gar nicht zusammen. Aber das ist mir gerade relativ. So, nehmen wir das noch. Helm haben wir eigentlich noch. Aber der ist auch nicht so schnieke. Gesundheit plus 10. Was haben wir hier? Gesundheit plus 15. Und hier? Mana plus 20. Okay, nehmen wir den. Armbänder. Sexy. Warum können wir das hier unten noch nicht tragen? Magie 6. Wie dumm. Gut, dann nehmen wir halt das. Können wir uns das also überhaupt leisten? Probe. Probe ist auch richtig. 140 kriegen wir auch noch hin. Okay, kaufen. So, jetzt müssen wir uns erstmal wieder einkleiden. Jetzt machen wir uns mal schick. Aufgepasst. Komm schon. So. Jetzt als erstes mal unser Schwert. Padding. Ah toll, es ist ja im Rücken. Egal. Gut. Robe. Komm. Sexy. Ah, sehen wir bestimmt gleich aus wie so ein Waldläufer. Na, wird's bald. Oh, Schnieke. Robin Hood Strumpfhosen. Na. Oha. Das sieht wirklich aus wie so ein Elf, wie so ein Legolas. Ich weiß nicht, irgendwie erinnert mich das an Elben. Drei, zwei... Oh Gott, das passt überhaupt nicht zu einem Sucher. Und die Robe sieht man eh nicht. Das sag ich doch. Naja, gut, okay. Ey! Ach nee, Level 10. Okay. Gut, dann brauchen wir jetzt aber immer noch einen Ältesten, verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Dann sollten wir vielleicht am besten einfach mal zu... Obwohl, brauchen wir den Moment? Naja, aber ich wollte die Quest ja gerne richtig abschließen. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal zu Telepopo zurück und teleportieren uns wieder zurück nach Telos. Damit wir den Ältesten anquatschen und wow, was geht? Kam der gerade auf uns zugeslidet. Okay, damit wir da den Ältesten aufsuchen und uns endlich unsere Manufakturfähigkeiten holen können. Da wir hier keinen Ältesten haben. Nur wo ist die jetzt schon wieder? Scheiße. Da ist sie. Das Schwert sieht ja auch nicht so Bombe aus. Aber gut. Immer noch besser als gar nichts. Teleportdienste. Bitte zurück nach Telos. Da wir es uns ja leisten können. Wir haben es ja dicke. Wir können ja richtig Party machen mit unserem Geld, das uns noch übrig bleibt. Wie viel haben wir denn eigentlich? Ach, Stunden später. Padding. So, was haben wir denn hier an Kohle noch? 73. Boah, da können wir ja richtig auf die Kacke hauen mit. Ist ja unglaublich. Na, schon wieder so ein Fliegeviech. Was ist denn das für eine? Ey! Och Manno. Das war jetzt aber fies. Das finde ich nicht okay. Och, die weiblichen Rehe. Meint ihr, die können sich auch paaren? Weiblich und männlich? Die haben ja Schuppen. Oder sind das Federn? Aber die sind echt hübsch. Die Männlichen haben Geweih. Also sie sollen eigentlich aussehen wie Rehe. Wenn ich mich nicht irre. Und die auch so Schuppenviecher? So Schuppendinger da? Ja. Sehen ziemlich genauso aus. Nur blau und mit längerem Schwanz. Ja, logisch. Ist ja auch ein Männchen. Okay, der war schlecht. Ja, Ältester. Wo ging's nochmal lang? Da geht's lang. Jo! Jung, übertreib mal. Oder? Können wir das auch?
Yay, yay. Na, wir können es ja auch. Jetzt müssen wir schon richtig rein hier. Okay. Berlin Tag und Nacht. Gott, wer von euch guckt diesen Quatsch eigentlich? Mein Bruder guckt das jetzt seit neuestem und ich finde es irgendwie, ich weiß nicht, ich werde aus dieser Sendung nicht schlau.